Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 und ja Leute, es ist Freitag und das bedeutet, ich habe mal wieder einen Gast in der Leitung. Diesen Gast haben wir in diesem Projekt schon mal gehört. Ich habe es ehrlich gesagt total vergessen, dass er schon mal dabei war und deswegen hat er sich einfach nochmal reingemogelt. Darf sich gern vorstellen. Ja, hallo, hier ist also Ikun Fan 1. Yay, also du warst, hast vorhin schon gemeint, so relativ am Anfang schon mal dabei. Ja. Und ja, warum nicht? Jetzt kannst du nochmal das Ende, also noch nicht wirklich das Ende, aber wir gehen jetzt Richtung Ende. Wir haben im Grunde alles gemacht, was wir machen konnten, oder besser gesagt schaffen konnten. Alles andere wird jetzt für das New Game Plus aufgehoben, beziehungsweise ich werde die Kommentare vom vorigen Part dann noch überfliegen. Wir kommen noch ein paar Mal hierher, denn wir werden in alle Löcher springen. Und vielleicht werden manche Kommentarschreiber mich noch darauf hinweisen, dass es das ein oder andere noch zu tun gibt. Dann tun wir das natürlich noch. Jetzt jedoch springen wir in das erste Loch. Und es hat nämlich einen kleinen Vorteil, wenn wir in alle wirklich springen. Und es ist auch ein bisschen unterschiedlich, deswegen machen wir das doch einfach. Und ja, weil du mein Gast bist, darfst du entscheiden, in welches Loch wir heute springen. Ja, gehen wir mal nach Sabbewell. Sabbewell, ja Mensch, lang ist her. Ja, dann gehen wir zuerst mal dahin. Yeah, the time for invasion has come. Spear Hunter Team going. Ist das nicht, ja, ich sag nichts. Wollt ihr erst fragen, was jetzt, ob das ist, was ich denke, was wir jetzt machen müssen? Ja, yeah. Mal schauen. Aber wir werden dich ja gleich sehen. Good point. Sonst hätte ich beinahe noch gespoilert. Searching, flapping, neighboring, golfing. Weil ich fand die. Whoa, such passion. Seriously? I'm so moved. At any rate, let's go. The Gullwing's last mission. Let's do it. Hey, 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 none of this last mission business. You hear? For me, it probably will be. Be careful. I'll be fine. We're just going to talk after all. Mm. Save the huggy huggies from your triumphant return. Yes! Hug, hug, hug! Hug, hug, hug! Hey, look what the boys thought of. That's right! Go, go, go! Go, Wings! Ja, sehr motiviert die Gruppe. Was heute ich eben da reingesprochen habe, ich hatte nicht. Ich höre ja nicht, was da läuft gerade, deswegen habe ich das nicht so mitbekommen, das Ganze. Ja, Ton kann ich ja leider nicht liefern, nur Bild. Und da sind wir nun bei Sabbewell. Ja, das ist mal ein Loch, also. Ja. Aber ich habe die letzten Parts gut verfolgt, wo du in dieser Höhle warst, in dieser 100-Etagen-Höhle. Oh ja. Fand ich sehr interessant. Und jetzt sind wir schon wieder im Bewell. Naja, nur kurz, jetzt geht es ja noch viel, viel tiefer ins Farplane. Okay, das ist immer nun natürlich ein komplett neues Gebiet. Im Farplane direkt waren wir so noch nie. Ich muss vom letzten Kampf, muss ich mich nochmal ein bisschen umrüsten. Du kannst ja währenddessen nochmal meine Erinnerung auffrischen und so nochmal deine Meinung zu Final Fantasy X-2, damit ich da nochmal im Bilde bin. Ja, ich hab auch schon gesagt, dass es eins meiner Lieblingsteile ist. Aha. Dass es ein sehr guter Teil ist, finde ich. Der Job des Games gefällt mir sehr. Ja. Haben sie gut gemacht, im Gegensatz zum Teil 5, war das glaube ich. Okay, ja. Ah, die Musik ist sehr schön. Gefällt mir.
Ja, Mensch, Richtung Ende. Wenn man jetzt mal so resümiert, kann man ja jetzt ruhig langsam mal. Was waren so deine Lieblingsmoment, deine Lieblingsszene aus dem Spiel? Also jetzt mal vom Ende natürlich zu schweigen, aber was gab es während des Spiels so? Ich habe selber eigentlich nie durchgehabt und jetzt vom dein Let's Play auch schwer zu sagen. Ich habe das nur sehr langsam verfolgt. Die ganzen Parts und weiß vieles nicht mehr. Oh, wir machen denen überhaupt keinen Schaden. Ich hasse sowas. Müssen irgendwas. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wie wär's denn jetzt mal? Oh, es geht ja gut los. Ich muss hier wechseln. Schwarz wenn du erstmal Rico mit Katzen ja mal auf gelben Bereich bringst. Ja, ich befürchte, aber wenn die immun gegen physische sind, dann weiß ich nicht, ob Katzen ja mal hilft. Ach, wenn sie ihm sind, dann ist. Dann weiß ich. Ja. Das ist ja mies, dass solche Gegner hier schon. Ich hab doch kaum Magie. Na gut, Rico hat. Nee, Rico hat nicht wirklich Schwarzmagie gelernt. Verdammt. Ich will erst mal gucken, oder kann ich denen das irgendwie wegnehmen? Pain müsste doch sowas wie Himmelsschaden haben. Genau, Pain müsste es eigentlich rocken. Wenn ich nicht irgendwann jetzt hier noch gleich sterbe. Mega Phoenix, Mega. Ne, Quatsch, Mega Potion bitte. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich glaube, du kannst den Karten aber noch mehr ausreizen. Da ist ja noch mehr. Wenn du das mit einem Dieb machst. Ich glaube, ich sterbe hier jetzt erstmal. Das ist nicht schön. Erster Gegner gleich tot. Das mit Level 70. Ja, ich. Ja. Katzenjammer bringt nichts, wie man gerade gesehen hat. Alter, was sind das für Viecher? Einfach mal immun und dann habe ich voll die A-Karte. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur physisch. Du brauchst magische Kämpfer. Kannst du auch mal nicht die Spezialkostüme benutzen? Ja. Vielleicht bringt sie es ja. Ja, jetzt muss ich erst nochmal dahin. Das ganze Gedöns abbrechen. Das ist mies. Boah. Muss ich mal gucken. Ja gut, ach, ist ärgerlich, dass Pain nicht zum Zuge kam, bis ich das gerafft habe. Naja. Weil die hat Himmelsschaden, das müsste eigentlich gut ziehen. Und Yuna könnte ja ihre Unikate machen. So, wir schneiden euch kurz raus, bis gleich. Jo Freunde, das immer wieder nach diesem doch sehr schnellen Tod beim ersten Gegner, sehr motivierend. Sind sie auch schon wieder da? Ja, schön. Okay, jetzt werden wir gleich. Oh mein Gott, nein, du nicht. Ich will was mit Yuna machen. Ich habe nämlich was geändert, nämlich die Kostümpalette. Und hier will ich mir jetzt den Himmelsschaden mal angucken. Wenn ich ihn denn habe. Oder Excalibur, genau. Ich hoffe, das zieht. Und Riku wird heilen. So. Durch die Unbeirrbarkeit haben wir ja die Palette jetzt schon vollgelatscht und sozusagen. Und deswegen könnte jetzt Yuna ihren Spezialkostüm anziehen. Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, jetzt Spezialkostüm R1. Flora. Lang ist her, dass wir das mal wieder machen. Ich glaube, ich habe es nur einmal gezeigt. Aber da gibt es ja netter. Ich hoffe, dass es da nette Angriffszauber gibt. Mal schauen. Ja. Abwarten, weiß ich selber nicht mehr genau. Ist schon Ewigkeiten her, dass ich das benutzt habe oder gespielt habe. Schauen wir einfach mal, weil ihr habt es ja selbst gesehen, ich bin mit dem Skillen der Jobs einfach so langsam vorangekommen. Ich habe im Grunde noch keinen richtigen Schwarzmagier oder sowas in der Hinsicht. Das sollte eigentlich alles mal Riku werden. So, multipler Hitze. Ne, Hitze nicht, die machen selbst Hitze. Dann mache ich mal lieber Eis. Den Eiszauber auf alle. Außerdem hat Juna jetzt deutlich mehr HP, das ist schön. Und hier können wir noch mehr machen. Halbiert die HP aller Gegner. Können wir mal ausprobieren. Stimmt, die anderen zwei sind ja jetzt weg. Stimmt. Angeführt Onkels Freshener, hartes Blatt, weiße Pollen. Halt HP der Truppe geht noch. Flächenschaden, Angriffsverlust. Gucken wir mal. Also wenn das jetzt keinen Schaden macht, weiß ich auch nicht. Ah ja, das gibt Schaden. Gut. Geht doch. Das war schon mal nicht schlecht. Das können wir eigentlich gleich nochmal machen. Oder wir gucken mal, wie Nässe zieht. Immerhin.
Und ja, die machen auch nicht so viel Schaden. Jonas sieht auch richtig gut aus in ihrem Flora-Kostüm. Ja, das hat was. Zumindest das, was man von ihr sieht. So, erteilt Flächenschaden, schon blind, wird nicht gemacht. Können wir mal probieren, ob das geht. Vor allem toll, dass wir mit weißen Pollen auch das Ganze heilen können. Ist super. Okay. Yeah. Aber die halten halt auch was aus. Ist so ein Kampf dauert. Nein. Ist auch gegen Ende des Spiels halt schon. Da sind Gegner auch etwas stärker. Ja, muss halt sein. Wir werden uns mal buffen. Ist ja immer schön, dass man gefordert wird. Ich meine, die ganze Zeit war uns ja fast langweilig. Hat ja lang genug gedauert. Eben. Ist doch schön. Gemach, mein Freund. So, das war das letzte Flair, das du gemacht hast. So, wunderschön. Klappt doch. Ich hoffe, die geben auch schöne Erfahrungen. Ja, ist okay. Ja. Gut, aber trotzdem würde ich mir wünschen, wenn die Gegner nicht so oft kommen. Oh, das sind sie schon wieder. Wir können ja trotzdem mal kurz gucken, ob wir den anderen schnell töten können. Bevor wir... Obwohl, es ist nur einer. Jetzt probier's mal... mit unseren Skills, zum Beispiel Excalibur. Das ist ein physischer Angriff? Ist es Himmelsschaden dabei? Müssen wir mal gucken, ob das zählt. Ich weiß es nicht. Todesschatten kann man von denen stehlen. Schießerei, nee. Kugelhaken. Nee, ist leider... Ja, okay. Ist physisch. Oh, ist das gemein. Dann zählt das leider auch dazu. Ja, dann kann ich gleich nochmal hier wechseln. Hat ja sonst keinen Sinn. Weil mein Riku Schwarzmagier, Feuer, Eis, diese Billigzauber, kann ich eigentlich vergessen. Naja, das kann ja interessant werden jetzt noch zum Finale hin. So. Yuna. Zum Glück kann man das aufmachen, wie man möchte. Ja. Ja, aber ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Was war so deine Lieblingsszene, dein Highlight aus Final Fantasy X-2? Da habe ich dir ja gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das ja Ewigkeiten, ich habe das nur sehr langsam verfolgt, das Let's Play. Aha. Selber auch noch nie durchgespielt. Ach so. Ich kann also relativ wenig dazu sagen. Okay. Ja gut, macht ja nichts. Also wenn ich, oh Gott, jetzt ist es ganz schön gedämmert. Ich fand das liebste 1000, die Szene mit 1000 Worken. Das war wunderschön, ja, das stimmt. Weiße Pollen, Yuna geht's nicht gut. Oh, Yuna. Und halbiert, nein, Gemach. So. Ja, also das Konzert war ein Highlight, definitiv. Ich fand auch, ja, immer wenn eigentlich die großen Story-Auflösungen, die Zwischensequenzen kommen, das war für mich eigentlich immer so das größere Highlight. Zum Beispiel der Story-Twist zwischen Baralei, Gippe und Nooch, was damals passiert ist, was wir gerade letztens ja sehen durften, so die ganze Hintergrundgeschichte mit Shuyin, seine Motive, seine Beweggründe, als das so rauskam, das fand ich schon sehr spannend. Wir haben weißen Honig gelernt. Okay. Interessant. Ja. Aber... Weißer Honig, hat das jetzt Flora gelernt? Weil, ja, ne? Also Flora hat den Skill weißen Honig gelernt, weil ich glaube nicht, dass der Itemschütze das gelernt hat. Ach, da gibt's ja nur die! Da wäre man ja... Also ich vermute mal, dass dieses Sub-Bevel, dieses Vorgeplänkel daran schuld ist, dass nur diese Viecher kommen. Da haben wir uns gleich das schlimmste Loch überhaupt ausgesucht. Danke an dieser Stelle an meinen Gast. Nein, Spaß. Das wusste ich doch nicht. Ich ja auch nicht. Nee, war nur Spaß. Ich denke, das wird besser, sobald wir diesen Abschnitt geschafft haben, weil dann kommt der allgemeine Abschnitt, soweit ich es noch in Erinnerung habe, wo halt alle Löcher zusammentreffen. Dann wird es wieder normal. Aber dann gehen wir nochmal hoch und hüpfen ins andere Loch. Aber bei den Gegnern glaube ich nicht, dass wir heute nochmal ein anderes Loch sehen. das glaube ich echt nicht. So, ich werde die einfach mal bestehen, weil es klingt gar nicht mal so schlecht, dieses Zeug, was die da haben. So.
Da fällt mir ein, wir könnten auch dieses Schuss-Minispiel habe ich noch gar nicht gemacht. Das könnte ich auch mal wieder machen, wenn ich hier mal wieder rauskomme. Ich fand das immer grausam, das Spiel. Ja, ich eigentlich auch. Man kriegt halt Belohnungen, ne? Und dann, Juna, machst du mal? Danke. Mensch, muss die sich heute oft umziehen. Ja. So oft, in diesem Part hat sie sich wahrscheinlich ein ganzes Kapitel noch nicht umgezogen. Ja. Aber gut. Aber ist mal wieder ein Spektakel, das zu sehen. Ja. I've got this one covered. Hat doch was, so Eistanz. Knospenzauber. Wo ist das, was ich will? Reflektiert? Nein. Wobei das. Hat ja keinen Effekt, vielleicht. Reflektion könnte aber auch gut sein, fällt mir gerade mal so ein. Weil ja, die machen ja die ganze Zeit Flair. Aber ich das. Ich weiß nicht, ob Flair reflektiert werden kann. Ich hoffe es. Wir werden es also merken. Ich würde Hatter keinen empfehlen, die Magie zu steigen. Ja. Mal sehen. So, jetzt kommt. Ah, ne, aber ich glaube, der Reflex ist noch nicht gesprochen worden. Nee. Das sind Ewigkeiten. Spiegelblüte. Ab jetzt haben wir Reflex. Mal gucken, ob es klappen wird. Ja, klappt. Aber ob das wird? Na, geht. Cool. Ja, das ist jetzt natürlich prima. Wisst ihr was, Leute? Da kommt mir gerade so eine Idee. Dann könnte ich ja eigentlich auch Reflex auf meine normale Gruppe sprechen und einfach warten. Ja, das wird aber lange dauern, weil das ziemlich schwach wirkt, wie du gesehen hast. Ja, stimmt wohl. Helfen wir lieber ein bisschen nach mit dem Eistanz. So, und du? Ich weiß nicht, was du machen sollst. Mach irgendwas. Hauptsache, es tut weh. Ja. So, da legt er sich hin. Schön gebufft, bringt uns aber auch nichts mehr. Leuchtmurmeln. Aha. Was auch immer. Ja, man merkt, also die Gegner-Wiederholungsfrequenz ist hier sehr, 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 sehr biestig. Ja, oder gerade auch die Rate, dass sie auftauchen, auch nicht gerade drin ist. Ja. Das kann einem schon ein bisschen auf den Keks gehen. Ich mach mal. Naja, wird wahrscheinlich auch nicht. Tut mir leid, dass ich sonst schnell was aufgetut habe. Ach, es wäre ja so oder so irgendwann dran gekommen. Ja, klar. Von daher, was soll's. Mach's gleich ein bisschen spannender sogar. Ja. Gemütlich wird's dann wieder in den nächsten Part. Hoffe ich zumindest, ich weiß ja selbst nicht mehr. Ist schon so lange her. So, Juna darf sich wieder verwandeln. Gut. Auch unglaublich viele MP in dem dieser Form. Richtig ja. Nett. Aber für Bosse wäre es halt dann auch wieder nichts, denke ich mal. Ah, Gemach ist immer gut. Und so. Hast du nicht auch schon die Spezialkostüme von Riku und Pain? Ich glaube, ja. Also ich habe auf jeden Fall so komische Utensilien bekommen für Pain, was man irgendwie ausrüsten kann zusätzlich, oder was für Riku. Auf jeden Fall so komische Accessoires. Hab ich aber mir auch noch nie so wirklich angeguckt. Müsste ich mal tun. Könnten wir eigentlich mal. Aber ich habe nicht so Lust, denen ihre Kostümpaletten wegzunehmen. Die jetzt alle umzubauen. Ja, ich glaube, die Arbeit immer. Ja. Deswegen muss jetzt einfach Juna mal den Job übernehmen. Ich weiß gar nicht, wer levelt denn in dem. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich leveln alle, ne? Die Kostüme levelt jetzt nur Juna jetzt. Das ist gut, weil sie hängt eh hinten zurück. Das ist eigentlich gut. Ja, tatsächlich. Ihr seht es ja selbst, sie hat 4 Level Rückstand. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Das ist, ja, doch, dann. Ist mit dir gestorben? Nee, eigentlich nicht. Also klar, ab und zu stirbt jeder mal. Aber 4 Levels Unterschied, das ist echt krass. Oh, andere Gegner, ich werde verrückt. Das, oh, sie kriegen Schaden. Oh Gott, was? Das scheint auch nicht besonders stark.
Ja, das sind jetzt halt wieder typisch normale Gegner, ne? Also nicht, dass ihr denkt, wir sind hier total unterlevelt für das Ende. Nein. Das ist halt nur dieser eine Gegner, der gegen viele starken Immun ist. Genau. Weil da sind wir einfach nicht drauf vorbereitet. Hättest du mal einen Magier ausbilden müssen. Hätte ich, ja. Hops, hops. Oh, da passiert was. Wahrscheinlich der Boss des Loches oder so. Klingt blöd, aber... Oh Gott! Ah ja, ich hab richtig gedacht, was jetzt kommt. Black Shiva! Lang ist her, dass wir eine schwarze Bestie gegenüberstehen. Keine Sorge, sie sollte nicht so stark sein wie im Vorgänger. Auf jeden Fall kriegt sie Schaden und das schon mal gar nicht mal so wenig. Ich werde sie mal bestehlen. Ja, und jetzt kann man es, glaube ich, verraten. Ich glaube, in jedem Loch gibt es eine schwarze Bestie, oder? War das nicht so? Ja. Jupp, so ist es. Und deswegen eigentlich schon... Aber die sind im Gegensatz zu verteilt 10 eher mäßig schwach, stark. Ja. So, jetzt habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, sie hat gestohlen. Hat sie gestohlen? Ich guck nochmal. In Teil 10 waren sie unmännlich stark. Oh ja. Oh, wir haben Tornado gelernt, also... dann auch mal angucken. Ich glaube, die hinkt schon, die gute. Ja. Die hinkt nicht nur, die ist kaputt. Das war ja mal lächerlich. Jo. Da kommt unsere wahre Stärke wieder zum Vorschein, wie es eigentlich läuft. Da waren ja diese Zauberdinger stärker. Ja, eigentlich schon. Und da ist ein Speicherpunkt. Okay, der lohnt sich aber. Gut, wir speichern natürlich. Aber ist das die Stelle, wo ich... Ne, ich glaube noch nicht. Oder doch? Ne, ich glaube, ich muss noch etwas weiter. Das ist, noch nicht die Stelle, wo ich zurückkehren muss und das nächste Loch. Glaub nicht, oder? Keine Ahnung. Ja, ich meine, wir müssen noch weiter. Dann da hinten komme ich nicht hin. Ich habe bis jetzt nur gegen den schwarzen X gekämpft. Elixier. Der schwarze X, okay. So, wir werden es dann den Gegnern eventuell merken. Es sind aber auch schon mal andere. Ach egal, da kommt garantiert noch ein Speicherpunkt, wo ich dann nochmal weg kann. Dann werde ich es ja merken, wo es ist, ab wann es sich wiederholt. Ja. So. Ja, ja? Nein, ich sage, ich möchte mit auf Beweis meine PS3 besorgen, dass ich auch mal die neue Version hier spielen kann, die du gerade spielst. Ach so, ja. Wenn diese Monster zuchten, betreibt mich sehr. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, die ist doch sehr reizvoll, allein wegen den Geschichten, ne? Ja, erstens. Das und zweitens haben halt mehr Charakter zur Verfügung, die man spielen kann. Ja, das auch. Einige mehr. Ist zwar dann unsteuerbar, alle Berserk-Modus, sag ich mal. Ja, schon. Aber halt eine größere Auswahl und auch teilweise richtig stark. Stimmt. Wie gesagt, das werde ich im New Game Plus dann deutlich verstärkt angehen. Diese Sache mit den... Oh Gott, wo soll ich jetzt... Die Sache mit den Monstern. Also da will ich einige noch sammeln und züchten. Das interessiert mich selbst, die Geschichten. Die sind ja auch Neuland für mich. Ich finde das echt gut, dass sie das hinzugefügt haben. Dann macht es das Remake richtig spielenswert. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Der nächste Boss oder was? Das. Die schwarze. Oh Gott. Schwarze Trio, super. Das Magus-Trio. Lang ist her. Aber immer einen schönen Schaden. Die machen aber relativ einen harmlosen Schaden. Mal gucken, ob sie auch anders können. Erstmal bestehen wieder. Den guten Rook. Fehlgeschlagen. Du weißt, wie die aushalten. Ja. Wenn du dich hinterher nicht stehlen kannst, weil du den tötest. Weil es sind ja immerhin drei. Da sind die mit Sicherheit alle drei etwas schwächer als ein einzelner. Das stimmt schon, ja. Solange sie nicht diese Triple-Attacke mache, die sie nur zu dritt können, ich sollte gucken, dass ich schnell jemanden down kriege. Ich weiß nicht, ob sie das noch können, von damals. Weiß ich auch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall tödlich. Ja, durchaus. Also wenn das nur annähernd so ist wie damals, dann ist es tödlich. Deswegen werde ich mal vorsichtshalber lieber noch mal eine Mega-Potion sprechen.
ein bisschen vorzubeugen. Na, die Kühe. Wird nämlich jetzt schon enger. Ist jetzt gut? Mann. Weil Rico in ihren Berserk-Modus und macht ordentlich Schaden. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Jetzt kann sie zwar nicht mehr stehlen, aber hey, was soll's. Ja, doch, sie stiehlt noch. Ah, wahrscheinlich, weil ich den Befehl schon... Ab jetzt wird sie wahrscheinlich draufhauen. Oh, Pain, ich brauch dich, Pain. Pain. Oh, nein. Oh, komm schon. Okay, wir haben gerade gespeichert, aber trotzdem. Pain, würdest du bitte? Ja, schön, wenn jetzt noch belebt kann, vernünftig. Ja. Oh ja, dann glücklicherweise einen guten Ausweich. Das ist immerhin etwas. Und Yuna X-Potion. Und dann sieht es wieder ganz gut aus. Und Rico wird auch im gelben Bereich sein. So. Almosen gelernt. Geht ganz schön schnell bei Pain. Das gefällt mir. So, Rico, wenn du mal drankommen würdest. Bevor du stirbst. Haben wir alle einen Stopp? Ach, ich dachte schon, was ist denn da los? Ja, das meinte ich mit Dieb. Jetzt kann sie doppelt angreifen, macht doppelt 1099 Schaden. Wunderschön. Ach so. Das ist natürlich gut. Also wenn es mal klappt. Okay, cool. Und tschüss. War für mich damals sehr überraschend, dass wir die schwarzen Bestien wieder mal sehen, weil Bestias sind ja eigentlich, ne, nicht mehr vorhanden gewesen. Aber gut, hier im Farplane ist das halt anders. Ja. Ist so ein bisschen was für Fans der Bestia, dass die auch was davon haben. So in der Art. Okay, wo will ich denn jetzt hin? Tiefer. Genau genommen passen die gar nicht in die Geschichte rein, genau genommen. Eigentlich nicht, nee. Aber gut. War Fanservice. Ja, genauso wie bei Pyramid Head bei Silent Hill. Ja. Einfach Fanservice abgeliefert, egal ob es passt oder nicht. Oh Gott, das ist auch noch ein ganz schön weiter Weg. Ja, wir haben neue Gegner. Aber gut, es geht ja jetzt ratzfatz hier. Ja. Ja, Rico ist gut drauf, man merkt es schon. Rico sowieso und Pain ist auch nicht mit schlechten Eltern. So, da kommt schon die nächste große Plattform. Mal schauen, welche schwarze Bestie uns da erwartet. Eine machen wir noch. Vielleicht Anima? Oh, Anima. Ja, scheiße. Hatte ich recht sogar. Die ganzen großen... Könnte echt sein, dass wir schon hätten springen können, weil wenn da jetzt die großen schwarzen Bestias kommen, bei dem einen Loch kam die schwarze Shiva und bei den anderen Löchern kommen die anderen kleinen Schwarzen, so wie Ifrit, Das war aber auch schon jetzt. Falfaris, oh Gott. Das war eine beendet. Ja, ich hoffe, ihr findet das jetzt... Wir hatten am Anfang einen Fail, also nehmt's mir nicht krumm, jetzt sparen wir halt ein bisschen Zeit durch den Katzenjammer. Ja. Und wir bekommen dafür die Kostümpalette Ewige Seele. Was das mir bringt? Abwarten. Yuna. Da haben wir eigentlich schon... We weren't strong enough to stop him. We wanted to at least warn someone, but instead we were dragged into the darkness. We're no better than fiends. It's all right. Forgive us. Please, tell me, what is he? Shuyin? Just a shadow. It may look like him, but the real Shuyin died long ago. Even after 1,000 years, his hate and misery linger on. His feelings grew so strong, they began to act on their own. Eventually, they became a shadow, a shade that wants only to vanish, but cannot. Just a shadow.
I can handle a shadow. Are you sure? Yes, leave it to me. I'll banish shadow with light. Light? Lens feelings. That's right. Call it love. Jetzt sind wir am jenen Ort, Freunde. Sollte es jetzt hier tatsächlich zu einem Bosskampf kommen, aber ich glaube, da kommt noch ein größerer Dungeon. Mal sehen. Oder sollte es zur Story kommen, dann müssen wir an dieser Stelle einen Cut machen, einen ganz fiesen. Da ist die Leplor-Bande, okay. Ich glaube, mit ihnen beginnt dann ein Dungeon, wenn ich mich nicht irre. Ach, hier ist so wunderschön die Wiese. Gefällt mir voll. Kann man hier was machen an der Stelle? Nein. Ja, ich bin aber so frech und werde hier an dieser Stelle einen Cut machen. Am Sonntag geht es dann hier weiter. Dann werden wir höchstwahrscheinlich ins zweite Loch springen. Mal gucken, was da dann so abgeht. Und ja, dann danke nochmal fürs erneute Dabeisein, Suikoden-Fan. Mach wieder gerne. Ich hoffe, du hattest Spaß und schaut auch mal bei ihm vorbei. Er möchte demnächst wieder irgendwas starten. So Let's Play-mäßig habe ich vernommen, nicht wahr? Ja, ich will es versuchen mal. Ich habe da angefangen und dann abgebrochen und jetzt bin ich noch am Überlegen, was ich jetzt machen möchte. Na gut, dann bin ich gespannt, was es letztendlich wird. Ich werde den Kanal und so weiter wie mir verlinken. Danke fürs Einschalten, macht's gut und natürlich hast du die letzten Worte. Ja, war immer wieder schön dabei zu sein. Gerne nochmal irgendwann, falls es sich ergibt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.